Aufgrund der aktuellen Lage durch die Corona-Pandemie und der sehr schwierigen Situation vieler Künstler hat die Stadt Lampertheim ein Angebot für Künstler und Interessierte geschaffen. Kulturkommunal der Stadt Lampertheim präsentiert ein Projekt aus der Reihe 30 Minutes for Culture. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hingucker. Rolf, mach's kurz. Okay. Ton? Ton läuft. Kamera? Kamera läuft. Viel Spaß Ihnen beim Hingucken und den Künstlern ein gutes Gelingen. Hallo und guten Tag. Mein Name ist Adax Dörsam und ich freue mich sehr, dass ich jetzt hier stehen kann. Das ist eine tolle Initiative der Stadt Lampertheim von Rolf Hescher, 30 Minutes for Culture. Eine super Initiative. Wir haben ja jetzt gerade nicht so viel zu tun, da kommt das doch zu Pass. Und ich bin Gitarrist, Profi-Gitarrist, seit vielen Jahren unterwegs in ganz Deutschland, manchmal auch weiter. Und mein Hauptding sind ja Gitarren in jeder Art. Und ich habe eine besondere Liebe für exotische Instrumente und ich habe jetzt mal eins hier mitgebracht. Das hier ist eine Charango. Diese besondere Art von Gitarre kommt aus Mittel- und Südamerika und wird gefertigt aus dem Rücken, dem Panzer eines Gürteltieres. Das sieht man hier. Da sieht man auch die Haare, die Ohren, den Kopf. Und es riecht auch noch. Super, kann man nur empfehlen. Könnte man ein Parfüm draus machen. Und diese Gürteltiere, die sind dort so häufig wie hier Kaninchen, stehen also nicht unter Naturschutz. Ne? Und dieses Stück, das ich komponiert habe, ist ein eigenes auf diesem Instrument, das heißt Charango und der Bär. Thank you.
Ja, das war eines meiner exotischen Instrumente. Davon habe ich unheimlich viele über die ganze Welt verteilt. Viele Nationen haben ja noch ganz andere Zupfinstrumente entwickelt im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte, als wir sie kennen von der Gitarre her. Und das ist ein großes Faible für mir. Aber ich bin nicht nur an Gitarren interessiert, sondern ich habe mittlerweile auch schon 3 Bücher geschrieben. Das erste ist dieses hier. Das heißt Seitenweise biografische Notizen. Da behandle ich meine Herkunft. Wir waren ja 5 Kinder. Ich bin in Mannheim geboren, auf dem Lindenhof. Meine Eltern sind Odenwälder. Und da war schon ganz schön was los bei uns in der Familie, weil meine beiden Brüder sind auch Vollprofis. Meine beiden Schwestern spielen Klavier. Also man kann sich vorstellen, dass das schon teilweise chaotische, kakophonische Zustände waren. Und da wird so ein bisschen beschrieben, diese Entwicklung von mir, wie ich dann reinkomme in die Musik, zum Beispiel Studioerlebnisse meiner ersten bei Horst Schnebel, einem legendären Tonmann, dann meine ersten Promis, die ich so hatte, wie Rolf Zuckowski, P. Werner, dann später dann Xavier Naidoo. Ich habe auch gespielt für Tony Marshall, für die Flippers, also eine riesen Bandbreite. Ich bin da überall so reingerutscht dann im Laufe der Zeit. Dann habe ich ein paar Jahre später ein zweites Buch geschrieben. Das ist das hier, das heißt Kammerlasse. Kammerlasse, ne? Durchaus doppelsinnig gemeint. Und da sind dann auch so Leute wie Tommy Emanuel tauchen da auf, Leute, mit denen ich zu tun hatte, die meinen Weg gekreuzt haben. Oder Uschi Nerker vom Beat Club, auch internationale Leute wie Ken Hensley von Uriah Heep. Oder Barry McGuire, das ist der Mann, der Eve of Destruction damals weltberühmt gemacht hat. Und ja, also ganz viele Geschichten, sehr lesenswert. Und jetzt kommen wir zu dem Buch, um das es sich heute dreht. Das ist das hier, das heißt Odyssee, ist mehr als aktuell. Das habe ich quasi als Corona-Bewältigung geschrieben, weil wir im März unterwegs waren. Wir waren engagiert als Künstler an Bord auf einem Kreuzfahrtschiff und wollten eigentlich in die Südsee fahren. Und daraus möchte ich jetzt mal ein paar Sachen zitieren. Am 5. März 2020 hatten wir noch ein großartiges Konzert in Deutschland. Mit der Bluesrockband Rockvor rockten wir in Lambertheim vor gut besuchtem Haus kräftig ab. Und zwar genau hier, wo ich jetzt stehe. Ein grandioser Auftritt. Danach begann es mit Absagen von Live-Events. Die Gefährlichkeit von Corona wurde immer klarer. Schlechte Aussichten für Musikanten. Ich blickte voraus auf die anstehende Südseereise und hoffte sehr, wir könnten Corona umschiffen. Und was ich so hörte, schien das zu bestätigen. Corona war noch kein großes Thema in Australien. Tom Hanks hatte sich zwar bei Dreharbeiten infiziert, aber das war nur eine Randnotiz. Die Regierung wie auch die Bevölkerung demonstrierten Gelassenheit. Unsere Reise Südseeträume ist meine 13. Kreuzfahrt und startete am 11. März mit dem Flug BA911 von Frankfurt nach London. Am Freitag, dem 13. März, landeten wir in Sydney. Nach dem Einchecken auf dem Schiff eine Kurzvisite im wunderschönen Zentrum von Sydney. Einfach herrlich, australische Luft zu schnuppern. Ein sympathisches Volk im Feiermodus. Ein superfreundlicher Australier aus Schweden reparierte meine Ray-Ban umsonst. Trotz des regnerischen Wetters erschien alles locker und heiter. Am Abend auf dem Schiff kommen dann allerdings unangenehme Meldungen in Serie. Ein Hafen nach dem anderen war geschlossen worden. Unsere Südsee-Reiseziele sind jetzt unerreichbar. Bei unserem nächtlichen Stelldichein Achtern an der Phoenix Bar macht sich Galgenhumor breit. Samstag, der 14.03.2020. Sydney, Oxford Street. Ab heute wird es zur Routine. Kapitän Morten Hansen und Kreuzfahrtdirektor Klaus Kruschka halten mehrfach am Tag eindringliche Ansprachen, dass man sich unbedingt oft und gründlich die Hände waschen und desinfizieren solle. Auch zu mehr Abstand zwischen den Passagieren wird aufgerufen.
Wir besuchen die Oxford Street, die Heimat der Individualisten und Sonderlinge Sydneys. Viele kleine Geschäfte, Graffitis, coole Freaks, ein bisschen wie die Neckarstadt in Mannheim oder die Neustadt in Dresden. Da kann man verweilen, herrlich. In einem gemütlichen Café treffen wir einen jungen Italiener, der nicht mehr in seine Heimatstadt Mailand zurückfliegen kann. Italiener haben schlechte Karten in diesen Tagen. Nach der Rückkehr auf das Schiff um 18 Uhr, dann Gegenwind der Australier. Wir sollen unverzüglich den Hafen verlassen und auf Rede gehen. Unser standhafter Kapitän Morten Hansen weigert sich. Da müsse schon die australische Marine anrücken. Freiwillig verlasse er den Liegeplatz nicht. Erst brauchen wir Ersatz für etliche Tonnen Nahrungsmittel, die in Auckland in Neuseeland für uns bereitstehen und jetzt da versauern. Alle neuseeländischen Häfen sind gesperrt. Gestern noch beliebte Touristen, heute eine Seuchengefahr. Unsere ursprüngliche Südseereise ist geplatzt. Wir haben die Wahl, gleich wieder zurückzufliegen oder mit der Artania nach Bremerhaven zu schippern. Eine ungeheure Anspannung liegt in der Luft. Hier die Worst-Case-Überlegungen. Variante 1. Gleich wieder zurückfliegen mit ungewissem Ausgang. Gibt es überhaupt einen Flug? Klappt der Transfer zum Airport? Wo ist die Zwischenlandung? Kommt man von da wirklich weiter nach Deutschland oder endet der Flug in der Transitzone irgendeines Flughafens? Variante 2. Mit der MS Artania direkt von Sydney nach Bremerhaven, was ca. 28 Seetage ohne Landkontakt bedeutet. Die Risiken? Welche Route geht überhaupt noch? Muss nachgetankt werden? Sind genug Getränke und Essen an Bord? Halten die Maschinen so lange Fahrten ohne Unterbrechungen aus? Was, wenn auf dem Schiff Corona ausbricht? Ich bin wie Kapitän Morten Hansen Optimist. Er hat versichert, dass eine Rückfahrt nach Bremerhaven kein Problem wäre. Natürlich nur ohne Corona. Aber ich durchdenke auch gern die ungünstigen Varianten und freue mich dann umso mehr, wenn es gut läuft. Wir haben uns, wie fast alle anderen Künstler an Bord auch, für das Weiterfahren auf dem Schiff entschieden. So, jetzt ein Musikstück zwischendurch, bevor ich dann weiterlese. Und da habe ich ein ganz besonderes Instrument dabei. Das hier ist die Saturn 63. Die heißt deswegen so, weil sie 1963 auf den Markt kam von der deutschen Firma Hopf. Ein wunderbares Instrument. Das war meine allererste Gitarre meiner ersten Schülerbands in Rimbach auf dem Gymnasium. Habe ich damit gespielt und irgendwann war die total durch und kaputt und hin und weg. Und Jahre später jetzt habe ich mir sie wieder gekauft. Genau dasselbe Design, genau dasselbe Handling. Also ich fühle mich wieder wie damals. Und ich spiele ein Stück, auch wieder ein eigenes. Das heißt Lorelei Lullaby. Und ich fange allein an und im Mittelteil taucht mein lieber Freund und genialer Schlagzeugkollege Hans-Jürgen Götz auf. Mit einem spektakulären Teil, der diesen Mittelteil total veredelt. Thank you.
Vielen Dank, Hans-Jürgen. Jetzt geht es weiter mit der Odyssee. So, wir sind jetzt schon ein Stück weitergereist. Es ist Donnerstag, der 19.03.2020, der erste Seetag. In Sydney waren wir 1030 zahlende Passagiere. 198 wurden ausgeflogen. Momentan sind 832 Gäste an Bord. Mit dem heutigen Tag beginnt eine Reise, die so noch nie da war. Ein Kreuzfahrtschiff, das 28 Tage mit 15 bis 18 Knoten ohne Landkontakt durchfährt, ist rekordverdächtig. Der Plan? Wir fahren an der australischen Küste Richtung Perth, um dort noch einmal vollzutanken. Dann geht es weiter durch den Suezkanal ins Mittelmeer und an Gibraltar vorbei nach Bremerhaven. Diese lange Zeit ohne Landkontakt wird eine gruppendynamische Herausforderung, bei der auch wir Bordkünstler stark gefordert sind. Unser Kreuzfahrtdirektor Klaus Gruschka spricht von der Arche Athania und mahnt die Gäste wie die Besatzung zur Geduld, Nachsicht und Hygiene. Er gibt auch das Ergebnis der Untersuchung gestern durch. Keinerlei Anzeichen von Corona bei den 832 Passagieren an Bord. Ebenso bei den 503 Besatzungsmitgliedern. Auch der immer optimistische Kultkapitän Morten Hansen hält jeden Tag mehrfach seine Ansprachen von der Brücke. Vom Kreuzfahrtveranstalter Phoenixreisen kommt die Auskunft, dass sie den Gästen die Kosten der Reise erstattet. Das nenne ich fair. Was kann der Veranstalter für eine Pandemie? Freitag, 20.03.2020, zweiter Seetag. Meine Entscheidung, auf dem Schiff zu bleiben, ist schnell und klar gefallen. Trotzdem kommen mir immer wieder Zweifel, ob das richtig war. Endgültig erweisen wird sich das erst später. Nichts ist, wie es scheint. Ein wichtiger Grund abseits von Corona ist mein Berufsethos. Ich habe einen Vertrag mit Phoenix und Abmachungen einzuhalten war immer eine Ehrensache für mich. Außerdem, wer hat im Moment als Musikant noch Arbeit? Heute erscheint in Deutschland mein Logbuchbericht über diese Reise im Mannheimer Morgen. Mit den unterschiedlichsten Reaktionen. Ein empörter Leserbrief, wie ich denn so locker über diese Problematik schreiben könne. Ein Veranstalter, der mich sofort gebucht hat. Meine Mutter und viele andere haben mir gratuliert zu dem schönen Artikel. Und Freunde auf dem Schiff haben mich gebeten, ihre Namen nicht mehr zu erwähnen. Also sehr geteilte Reaktionen. Hier auf dem Schiff gehen die Uhren noch anders als in Deutschland. Es wird gescherzt, gelacht, gegessen, getrunken und gefeiert. Wenn auch mit mehr Abstand, solange keiner hier Corona hat. Natürlich gibt es auch Stinkstiefel, aber das sind nur wenige. Ich habe in der Regel mit den anderen zu tun. An Bord herrscht eine heitere, gelöste Grundstimmung. Es ist sehr windig, die Außendecks werden gesperrt. Lufttemperatur 16 Grad. Das Schiff reagiert auf die Wellen und schaukelt mehr und mehr. Mein Tag hat mit Sport begonnen. Achtmal um das Schiff ergibt 8x440 Meter. Dann Gitarre üben, beim Cappuccino und Abendessen hochgeistige Gespräche führen und abends die wunderbare Show von Diva Tomasch. So lässt sich leben. Montag, der 25.03.2020. Seit 4 Uhr morgens liegen wir in Fremantle, Perth auf Rede und warten auf die Australier. Es hieß, sie kämen mit Ärzten an Bord, würden Gäste auf Corona untersuchen und darüber entscheiden, wie es mit uns weitergehen solle. Um 9 Uhr die neue interne Fiebermessung, 36,1. Unser Tagesprogramm, auf dem normalerweise unzählige Aktivitäten und Veranstaltungen abgedruckt sind, besteht heute hauptsächlich aus Rätseln. Am Nachmittag werden wir Bordkünstler ultimativ aufgefordert, keinerlei Infos rauszugeben. Nicht mal ein Like oder ein Foto auf Facebook. Kein Bild, kein Ton, kein Interview. Wie zum Hohn hagelt es danach bei mir per Mail Interviewanfragen von Bild, Rhein-Neckar-Zeitung, Mannheimer Morgen, Welt, FAZ und von Fran Rimrod vom Western Australien. Was tun?
Ich bin in der Zwickmühle. Die strikte Order akzeptieren oder rebellieren. Nachdem ich etliche Male aus dem Internet geflogen bin, beschließe ich, das als Zeichen zu sehen und mich totzustellen. Um 21.15 Uhr eine niederschmetternde Durchsage an das ganze Schiff. Das Ergebnis der australischen Tests ist da. Wir haben 7 Corona-Fälle an Bord. Alle Passagiere sollen sich sofort auf die Kabinen begeben und dort in Quarantäne bleiben. Die Evakuierung des Schiffs wird vorbereitet. Alle werden demnächst ausgeflogen. Bewahren Sie Ruhe. Donnerstag, der 26.03.2020. Ich wache um 7 Uhr auf. Der Kopf arbeitet schon. Draußen vor dem Fenster auf Deck 4 eine gespenstische Ruhe. Wo normalerweise Spaziergänger flanieren, Jogger joggen, Raucher rauchen, ist jetzt kein Mensch mehr zu sehen. Alle in Quarantäne. Um 8.15 Uhr wieder Fieber messen. Die Ärzte kommen heute im Ganzkörperseuchenanzug. Ein komisches Gefühl. Ich hatte 36,5. Um 9.15 Uhr werden 2 Frühstückskartons vor der Kabinentür abgestellt. Sie enthalten 2 Sandwiches, einen grünen Apfel und eine winzige Cocktailtomate. Es gibt keinen Kaffee oder gar Tee. Später eine sehr emotionale Ansprache von Kreuzfahrtdirektor Klaus Kruschka und Kapitän Morten Hansen. Wir werden transparent bleiben. Wir werden Ihnen die Wahrheit sagen, ob sie schön ist oder nicht. Ein Albtraum ist wahr geworden. Ich war immer in der guten Hoffnung, dass wir geflüchtet sind vor dem Ausnahmezustand, in dem sich die Welt momentan befindet, und dass wir safe sind auf unserer Arche Noah Atania. Aber leider hat die verrückte Welt uns auch erwischt. Um 10.30 Uhr klopft der Kabinensteward zum ersten Mal im Ganzkörperseuchenanzug. Er bringt uns Handtücher und 2 Flaschen Wasser. Der normale Kabinenservice ist abgeschafft. Um 11 Uhr und 12 Uhr hat Deck 4 und Deck 7 die Möglichkeit, die Kabine zu verlassen und frische Luft zu schnappen. Das geht im Wechsel der Decks den ganzen Tag. Endlich wieder Leben auf der schönen Promenade von Deck 4. Am Nachmittag spitzt sich die Situation zu. Die Crew streikt teilweise. Wir bekommen deshalb das Mittagessen um 15.30 Uhr von einem Schiffsoffizier serviert. Danke für diesen selbstlosen Einsatz. Es gibt Linsensuppe mit Würstchen. Verglichen mit den üblichen Prachtbuffets sehr basic. Aber wir sind froh über jede Speise. Um das Schiff herum Drohnen, ein Hubschrauber und Paparazzi auf mehreren kleinen Yachten plus ein australisches Polizeiboot. Unser kleines Schiff ist scheinbar ein großes Thema. Um 18 Uhr dann die erlösende Nachricht. Die Australier haben den Rückflügen zugestimmt. Hut ab vor dem Krisenmanagement von Phoenix Reisen. Abends dann eine einfache Brotzeit, danach letzter Rundgang auf dem Promenadendeck mit Brustkarten, Sonnenuntergang und Blick auf Fremantle. Ein Idyll. Wie gerne würden wir jetzt ein Bier in einer Bar in Fremantle trinken? Ja, das wurde dann auch sehr dramatisch alles. Es haben sich unglaubliche Szenen abgespielt, aber das kann man gerne lesen, wenn man das Buch bestellt. Und ich gehe jetzt mal weiter wieder in meine Vergangenheit als Musikant. Und zwar gehe ich nach 1969. Da war ich 14 Jahre alt. Ich hatte damals meine erste Freundin, meine erste große Liebe. Ich war also total verliebt bis über beide Ohren. Der Himmel hing voller Geigen, beziehungsweise voller Gitarren natürlich. Und es gab natürlich auch in Folge Enttäuschungen, Eifersucht, die ganzen Dramen. Und das habe ich alles zusammengefasst in einem Blues. Wir waren ja damals total bluesverrückt, bluesbegeistert. Und dieser Blues, der heißt My Baby Left Me. Und mein vorzüglicher Kollege Hans-Jürgen Götz begleitet mich jetzt wieder. My Baby Left Me. Baby left me. Oh, it's a shame. My baby left me. Oh, I can't complain.
so lonesome, I could cry. My baby left me, oh, it's a shame. My baby left me, oh, I can't complain. I'm so lonesome, so lonesome. Lebe ich. Gehen ja die ganzen Geschichten immer tragisch aus. Die Frau verlässt einen, das Haus brennt ab, die Katze stirbt, das Geld ist all. Das ist aber nichts für mich, ich bin eine frohe Natur, ich hab's gern sonnig. Deswegen hier bei meinem Song auch mein Happy End. My baby is back. Oh. My baby is back. The world shines bright. I'm so glad, so glad I could hide. My baby is back. My baby is back, but it shines bright. I'm so glad, so glad. I'm so glad, so glad I could die. So viel zu meinem Blues. Und jetzt komme ich zu einer ganz großen, legendären Gestalt unter den alten Blues-Leuten. Es gibt einen Mann, der heißt Led Belly und der ist mit der am meisten unterschätzte unter den ganzen alten Bluesern. Und ich habe jetzt gerade eine CD veröffentlicht, ganz frisch. Das ist hier die Formation Led Belly Calls. Das habe ich zusammen produziert mit meinem wundervollen Kollegen Timo Gross, ein vorzüglicher Blues-Sänger und Gitarrist. Und wir haben uns vorgenommen, das Leben und die Songs von Led Belly. Led Belly, wie gesagt, eine illustre Gestalt. Er saß über die Hälfte seines Lebens in Gefängnissen. Er war zweimal verurteilt wegen Mord. Er wurde zweimal begnadigt. Damals kam man ja noch viel, viel schneller als heute in den Knast, wenn man schwarz war. Also die Rassenjustiz war noch wesentlich krasser. Und viele Bands haben von ihm profitiert. Zum Beispiel Nirvana, Led Zeppelin, Creedence Clearwater Revival, Eric Clapton, Rory Gallagher und Lonnie Donegan und man kann lange weiter aufzählen, haben mit seinen Werken große Erfolge erzielt. Das wollen wir natürlich auch.
Und was ich jetzt spiele, das zeigt die Vielfalt von dem Leadbelly. Der hat Stücke komponiert, auch Walzer komponiert. Er hat auch Country-Sachen komponiert. Harry Belafonte ist von ihm beeinflusst, genauso wie Elvis Presley. Und was ich jetzt spiele in einer Version, die einem erstmal ungewöhnlich erscheint, ist ein wunderbarer Titel, den ihr bestimmt alle erkennen werdet. When I was a little pretty baby, my mama would rock me in the cradle. In them old cotton fields back home, it was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. In them old cotton fields back home, and when the cotton balls get rotten, you can't pick very much cotton. In them old cotton fields back home, it was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. But my mama would rock me in the cradle in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. In them old cotton fields back home, and when the cotton balls get rotten, you can't pick very much cotton. In them old cotton fields back home, it was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. In them old
Vielen Dank, war mir eine große Freude und ein großes Vergnügen. Tschüss.